Gehen wir mal in den Club, wa? Hervor. Ja. Also Party machen hier. Ich glaube, ich rieche Jekyll. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. So ein Hauch von Jekyll in der Luft. Das könnte sein. Nabara. Alter. Aber eigentlich ist es ja schon ganz angenehm, in so Runden keinen Blitz und so fürchten zu müssen. Ne? Das ist schon ganz cool. Das ist auch als Kavera gut, wenn kein Jekyll da ist, weil dann musst du nicht immer im Schleichmodus laufen, weißt du, kannst einfach mal in einen anderen Raum rennen oder so, ohne Gefahr zu laufen, dass er deine Fußspuren findet. Wobei ich das manchmal auch merkwürdig finde, dass du, ich meine, du bist fast nur im Schleichmodus unterwegs und trotzdem trackt er dich 1200 Mal. Also das ist dann auch manchmal ein bisschen komisch. Weiß nicht, hatte ich noch nicht, aber manchmal geht man halt so 2 Schritte, während man wartet, dass der Schleichmodus auflädt und dann hast du halt verloren und musst halt wirklich, dass er die 2 Schritte dann zufällig sieht oder so. Was ich mich übrigens frage, ist, ab wann sind die Operator frei? Ab Dienstag oder ab Mittwoch? Dann wahrscheinlich eher ab Mittwoch, ne? Das ist meistens immer eine Woche später. Ja, würde ich auch sagen. Ah. Aber ich habe jetzt auch keinen Grund, die irgendwie zu nehmen, weil die sind beide irgendwie. Weiß nicht. Ich finde das sowieso irgendwie voll geil. Die spielt ja auch kaum einer, witzigerweise, ne? Also ich finde die auch nicht so geil irgendwie. Das hat ja irgendwie die Stimme verstanden. Also die Amaru finde ich auch nicht so knaller, aber Goyo finde ich eigentlich ganz okay. Vor allem die Schrotflinte, glaube ich, werde ich mal ausprobieren. Ja gut, von den Waffen her ist er vielleicht irgendwie so mittelmäßig gut, aber ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt haben muss. Wobei, gleich. Das Gadget finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Man muss es halt on-spot spielen, ne? Ja, aber weiß nicht, ich bringe jetzt auch nicht so arg viel. Ist halt so ein bisschen Zeitvertreib, ne? Ist jetzt nicht das Mega-Gadget, aber so gegen Ende hin, denke ich. Ja, ich sag mal, es ist ja schon nicht verkehrt, wenn du das Schild aufstellst und jemand zerstört es, dann kostet es ihnen erstmal Zeit. Ja, das meine ich. Wenn du es zerstörst, kostet es ihnen auch Zeit. Ja. Das ist ganz gut. Es ist und man muss auch sagen, dass der Operator per se ein ziemlich gutes Loadout hat. Also die Waffen sind mega. Also allein Miras Waffe, das ist schon Gold wert. Ich wollte schon oft mal ein paar spielen, nur wegen. Top Stage. Geldraum sind die. Na, also Mira nur wegen der Waffe spielen. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir dafür das Gadget einfach zu schlecht. Und dann kann ich jetzt lieber mit dem neuen Operator mal ein bisschen loslegen. Tja, scheiße, hätte ich doch mal Thermite nehmen sollen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die im Keller anfangen. Ich auch. Machen sie ja fast immer. Ja, ich kann versuchen, die Wand aufzumachen, aber dann mache ich nicht als primären Angriff. Bitte was? Ciao! Ja, nur 60 HP, ey. Ganz toll. War der unten draußen oder was? Ich dachte, der wäre. Nee, der war unten im Lagerraum, hier am Fenster war der. Wie hat denn der mich dann gekriegt hinter der Wand da? Ja, frag mal, wie ich ihn gekriegt habe. Hier hinten ist Fenster, ein Loch. Ich kann eine B reinblenden, wenn ihr wollt. Ja, ich komme aber zu deiner Seite rüber, Gunnar. Geh hier nicht rein, das ist Selbstmord. Puh! Mal Drohne reinwerfen. Fuck! Stay here, Swall! Fuck, wo ist denn die Kamera? Wahrscheinlich entdeckt. Valkyrie gibt's ja auch noch irgendwo. Ja, aber ich sehe es ja nicht mehr. Wow! Scheiße. Ich hab aber kein Glück. Du lebst ja noch. Scheiße. Ist gerade einer am Fenster zum Objective. Alibi. Friendly.
Alter. Ah, natürlich. Op 4 eliminated all friendlies. Ja, klar. Scheiße, ich hätte früher runtergehen sollen, nicht zurücklaufen sollen, mich aufzuheben, ey. Es war so klar, dass da einer kommt. Das hat mich so viel Zeit gekostet, sonst hätte ich ihn vielleicht sogar noch, bevor er dich oder wer nach kurz nachdem er dich gekriegt hat, gehabt oder so. Ich greife den Geldraum so unglaublich ungern an, ne? Ist die Frage, sind sie dann jetzt im Schlafzimmer, oder? Ja, normalerweise, wenn du das Tor vorne aufkriegst, das hat schon mal gute Chancen, finde ich. Ja, eigentlich schon. Zumindest wenn wir dann verteidigen und die kriegen das Tor auf, verlieren wir eigentlich nicht wie immer. Auf diesem Vordach-Dingsbums da die Wand. Hm. Ich finde den Angriff da eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil auf der anderen Seite sind die ganzen Fenster, können sie von überall ja, ja. Das ja, ist eigentlich das der beste Schlafzimmer. Einstieg, wenn du dann reingehst. Schon wieder nicht Keller, ne? Nee, Schlafzimmer oben. Ich wüsste, weil sie die Kraftform aufgehört. Ich finde, hä? Verstehe einer dieses Spiel. So. Seconds before insertion. 5 seconds. Der Vollwahl guckt sich die Stufen. Nee, ich hab was. Ich war überlegen, wo ich das spawne. War mir unsicher, wo ich spawne. Warte, ich komm rüber. Ich mach mal hinten die Luke auf, einfach zur Ablenkung. Richtung Geldraum ist einer gerannt. Frost ist im Kraftraum. Ist jetzt weggelaufen. Enemy located. Ah, fuck, hat mich. Ja. Boah, wie viele Schuss der gebraucht hat. Ich deck nach hinten. Was? Nein! Oh Mann, ey. Von was wurde ich denn jetzt entdeckt hier? Ach, der Valkyrie, Scheiße. Ich wurde durch ein Loch im Kraftraum getötet. Genau. Genau von der. Hinter dir voll. Oder unter dir? Unter mir. The diffuser has been recovered. Von rechts noch ein Loch von dir, ne? Genau. 38 Sekunden. Hast du nicht einen Diffuser? Ja, hatte ich. Ja. Mann, ey. Der Idiot rennt noch da rein. Ja. Du hast ihn schon. Andere Seite. Alter. Nice. Ich hab es echt nicht hören können, wo der kommt. Dauernd da links von mir eingehört. Also ich hab das... ging eigentlich. Ah, jetzt wahrscheinlich Keller, hm?
Ja, so langsam bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wo der Diffuser ist, und dann sehe ich plötzlich bei dir oben eine Anzeige, du hast den schon längst. Also was soll man echt ansagen? Ich habe den die ganze Zeit gesucht, weil ich habe nirgends, ich habe ihn nie gesehen, ich bin nie bewusst drüber gelaufen oder so, und ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Keine Ahnung, wo er den aufgenommen hat. Als du, Dinger geworfen hast. Als ich die Dinger geworfen habe, war ich nur draußen. Nee, als du die geworfen hast, ist so ein Schamsapper. Ich war ja im Kraftraum. Ja, aber da, als ich Dinger geworfen habe, war ich nicht. Ich habe im Kraftraum keinen. Ach, die beiden in das Bad rein. Okay. Genau. Ja, und im Keller. Ja, die andere Objective wäre die bei dem Back. Wie ist das denn? Drone has located a bomb. Ja, irre. Valkyrie ist immer noch in der Küche. 5 seconds. Ich fahr mal eben rein und weiß mal, dass der Valkyrie kennt. Die hat hier bestimmt alle hingeworfen. Ich seh keine. Na klar, Alter. Porno-Kino, im Strip-Club ist einer. Und in der Küche ist einer. Ah, da geht es einer. In der Garage ist einer. Küche ist noch frei. Das wo war der in der Garage? Hinten oben? Durch, hinterm Gitter da irgendwo, wo der reinkommt. Da kommt sie hoch. Das war sie. Hier muss irgendwo Valkyrie sein, weil hier gerade das C4 sehr genau gezündet. Da ist da noch ein Gang, ich höre euch rein. Was? Wie kann denn da einer kommen? Ich weiß, wie kann der gerade kommen? Der ist nach rechts gelaufen. Ja, aber ich habe links auch was gesehen. Nee, der ist von links nach rechts gelaufen. Ich glaube, links war nichts mehr. Ja, sehr gut. Jetzt weiß ich, wie es vergangen ist. Sekunden noch scheiße. 25 Sekunden. Unten links irgendwo ist es. Links. Ja. Ich muss planen. Nice. Wie der Jäger da oben aber plötzlich reingekommen sein soll, keine Ahnung. Ja, ich meine, du bist kurz in der Tür in Deckung gegangen. Er muss ja genau in dem Moment reingelaufen sein und so, aber. Ja, Legion ist ja gebannt, richtig. Cashraum, oder? Finde ich eigentlich besser als Gym, aber. Ich weiß nicht, ich finde, die geben sich beide nicht so viel. Bis gleich. Ja, ich finde Cash aber besser, weil es da nicht so viele, da gibt es halt keine Fenster in den Cash-Raum rein.
Und den vorderen, den kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, besser gehalten als hier den. Naja. Kannst du das Loch da noch muten, damit du da nicht mit der Twitch reinkommst? Kann jemand aufhören zwischendurch? Wir sind von der Drohne. Wo ist eine Drohne? Da ist er. Direkt mal melden. Kann ich gar nicht. Nee. Ach, da habe ich schon gemeldet. Kannst den Feind aber nicht für Briefing melden. Das egal. Mein Störsender funktioniert. Oh, in der, den Balkon machen sie auf. Fetchert haben sie damit. Mach doch die Kamera kaputt. Mir doch egal, ich hab noch eine Kamera da. Die im Gang hier, ne? Mhm. Fetcher ist da draußen. Getrickst. Wo sind die anderen beiden? Weiß ich noch nicht. Am Fenster vom Kraftraum muss irgendwo gebettelt sein. Ja, ich glaube, die sind umgezogen. Nee, einer ist noch draußen. Auf dem Balkon ist immer noch Thatcher, glaube ich. Mhm. Drohnen rein. Jawohl. Kommt angelaufen, bleibt kurz stehen, lässt sich erschießen. So wollen wir es haben. Ja, richtig. Besser geht's kaum. Ja, jetzt kann man Bargeld rausnehmen. Ich werde mal die Außenwände verstromen erstmal, ne? Wenn sie fetchern, kriegst du eher wieder ein Mute hingestellt als zwei Ströme. Ich mache auf dazwischen, Achtung. Kann er hier hinten noch die Wand zumachen? Ja, ich komme. Hinten die einzelne da. Das ist aber eben das ganze Problem. Ah, die einzelne verstrome ich hier. Hast du noch einen Strom, oder? Ja. Dann hier bitte. Die Wand hier außen mit. Dann nehme ich lieber meinen Mute mit.
Gunnar, du bist in der Garage, sehr gut. Die haben mir ein Loch in die Wand auf der Westseite gemacht in der Garage. Also ein Pferdeschänderloch. Sie haben einen Thatcher, das ist schon mal scheiße. Wo ist das? Ah, fuck, hier im Nachbarraum. Alter, was geht denn da ab? Was? Ah, ja klar. One friendly operator remaining. Okay. Scheiße. Das Kiel wird aber dreckig hier. Alter, was geht da ab, ey? Ja, ne? All friendlies were eliminated. Ich frage mich, wie er den Gunnar für den Vorwurf für einmal getroffen haben kann, der Gegner, weil der schon hinter der verstärkten Wand wieder war. Ja. Ja. In der Tat. Ja. Es sind aber nur zwei, die richtig abgehen und das sind auch die einzigen. Tja, kann man nur im Keller jetzt versuchen, eine Verlängerung zu erspielen, so eine Fickerei, ey, ist scheiße. Naja, mal alles für die Wände. Ja. Wie ist den Scheiß schon mal nicht? Gerade so vom Garagentunnel und so, dann brauchst du mit einem Haufen. Auf. Sehr gut, dann können wir die Luken auch dicht machen. Pass auf, dann laufe ich hoch, Vollbar, und mach die Küchenluke und die. Secure the area. Klar, aber mal. Küche ist verstärkt. Und Bar-Luke ist jetzt auch verstärkt. Dann gehe ich noch gerade die Bar-Luke zu machen. Hier fehlt noch eine Wand. Auf dem Pink. Mute mal hier noch, damit wir die noch zuhören. Eine Wand habe ich noch. Ich mache einfach hinter der Bar irgendwo hier. Oh, hier ist überhaupt nichts verstärkt. Wo sind die verstärkten Wände? Ja, wir brauchen 5 zum Garagentunnel. 6. Wo war das? Das weiß ich nicht. Über uns auf jeden Fall hier. Küche oder was das ist. Oh, mir juckt's Auge. Oh. Okay. Die machen die Wände hier oben auf. Sie sind auch in die Küche reingekommen. Sandtunnel. Doch nicht, ey. Ich treffe den nicht durch den Boden. Ey. Ja, klar. Wo ist der andere von uns? Im Gang ist einer, pass auf. Ah, da war noch einer. Dieses Tom Call Me, weißt du? Ja. Der ist überhaupt nicht sauber. Wie schnell der mich hat schon wieder, ey. Ich meine, guck dir das an. Der hat mich auch aus dem Sandtunnel irgendwie direkt schon. Also. Also den habe ich reported, der ist überhaupt nicht sauber, der Typ. Null. Weil ich dieses dumme Gesicht sehe. Falls du das jemals siehst, du bist ein fettes Stück Scheiße. So, das hab ich jetzt. Alter. Ja, nur wieder. Gold 3. Guck mal, genauso wie der andere eben.
werden nie wieder in Goldradius kommen. Ist Gold 3 jetzt das neue Platin? Anscheinend. Aber, ja, weiß nicht, Gold 3 ist ja schon relativ niedrig, ne? Mhm.